Warnitz für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, Sie haben in Ihrer Rede jetzt auch noch mal daran erinnert und gemahnt, dass alle sich ihrer Verantwortung bewusst sein sollen. Ich sage mal ausdrücklich, was Sie in dieser Woche als medialen Rundumschlag gegen die Länder gemacht haben, ist absolut verantwortungslos. Sie sind Ihrer Verantwortung überhaupt nicht gerecht geworden. Also meine Bitte, legen Sie bitte an sich selbst die entsprechenden Maßstäbe an. Ich will als allererstes, meine Damen und Herren, zunächst erst einmal mich beim Bundesrat recht herzlich bedanken. Denn ohne die Länder, ohne die Verknüpfung, vorhin ist vom Kollegen Bartle von Erpressung geredet worden, ohne die Verknüpfung des Themas Kita-Ausbau mit dem Thema Fiskalpakt, wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, dass zusätzliche Bundesmittel für den Kita-Ausbau bereitgestellt werden würden, meine Damen und Herren. Ohne diese Rettungsaktion der Länder im Vermittlungsausschuss wäre der Rechtsanspruch der Kinder quasi gescheitert, meine Damen und Herren, quasi gescheitert. Denn es wäre natürlich gar keine Möglichkeit mehr gewesen, nachdem Sie das immer stets abgelehnt haben, es wäre gar keine Möglichkeit mehr gewesen, dass man das Ausbauprogramm bedarfsgerecht aufstockt, so wie die Bedarfszahlen tatsächlich sind. Deshalb mein Dank, mein herzlicher Dank an die Länderseite. Das kommt spät, aber ich hoffe nicht zu spät. Das hat natürlich auch was damit zu tun, meine Damen und Herren, dass wir es mit einer Bundesministerin zu tun haben, die diesen zusätzlichen Ausbaubedarf jahrelang ignoriert hat. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir offensichtlich, ich hoffe es nicht, aber es sieht ja momentan aus, eine Bundesfamilienministerin haben, die den letzten Rest an Gemeinsamkeit, familienpolitischer Gemeinsamkeit mit den Ländern momentan zertrampelt. Ich glaube, dass das wirklich ein großer Fehler ist. Ich will noch mal daran erinnern, meine Damen und Herren, drei Jahre lang ist jede Forderung nach einem Krippengipfel abgelehnt worden von dieser Ministerin. Drei Jahre lang wurde bestritten, dass es einen höheren Bedarf an Kita-Ausbau in diesem Land gibt, um den Rechtsanspruch zu retten. Drei Jahre lang wurde das bestritten. Erst im Mai 2012 wurde eingeräumt, jawohl, ein Zusatzbedarf existiert, der beträgt 30.000 Plätze, die müssen ausgebaut werden. Aber selbst dann hat diese Bundesregierung gesagt, nein, eine Aufstockung des Ausbauprogramms machen wir deswegen nicht. Selbst dann gab es keine Bereitschaft. Erst im Juni über den Bundesrat, über den Vermittlungsausschuss, ist es dann gelungen, diesen Ausbauteil noch in das Bundesprogramm hineinzubekommen. Meine Damen und Herren, das hat nichts mit Frau Schröder zu tun. Das hat aber überhaupt nichts mit Frau Schröder zu tun. Ich will dann doch schon mal, nachdem Sie auch darauf eingegangen sind, einen Blick in das Gesetz selber werfen. Ich will ausdrücklich sagen, das, was Sie da an Kontrollpflichten aufgebaut haben, ich habe nichts gegen Kontrolle, das ist völlig in Ordnung. Aber das, was Sie hier hineingeschrieben haben, das ist schon das bürokratische Monster, das hier in diesem Plenarsaal oft zitiert wird. Das sind neue monatliche, das sind neue halbjährliche Beratungspflichten, Berichtspflichten, mit denen die Länder überzogen werden, die bis weit nach 2008 hineingehen, weit rückwirkend hineinreichen. Anstatt also Kita-Platzausbau zu generieren, wird Bürokratieausbau hier generiert durch diesen Teil. Das kann nicht der Sinn sein und nicht das sein, was hier gemacht werden muss. Zum Zweiten fällt auf, dass die Verstärkungsmittel für den Zusatzausbau gestreckt werden. Die werden nicht, die laufen nicht bis 2013, sondern die laufen bis Ende 2014. Und bei den Betriebskosten laufen sie sogar bis Ende 2015. Es ist damit also schon klar, es ist schon im Gesetz selber angelegt, dass zum August 2013 der Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung durch den Zusatzbedarf nicht abgesichert werden kann, meine Damen und Herren. Also machen Sie sich hier ein Stück ehrlich, Frau Ministerin, und erzählen Sie hier nicht solche Sachen. Und zum Dritten, meine Damen und Herren, fällt auf, dass der Gesetzentwurf gar keine richtige Hilfe für den Kita-Ausbau bezogen auf den Zusatzbedarf ist. In dem Gesetzentwurf wird eine Mechanik aufgebaut. Ich hoffe, wir können die noch verändern bei den Beratungen. Im Gesetzentwurf wird eine Mechanik aufgebaut, die sieht so aus, dass ein Land,
Wenn es bis Ende 2012 beim Kita-Ausbau hinter der Planung hinterherhängt, faktisch gar keine zusätzlichen Mittel für den Zusatzbedarf bekommt. Das heißt, dort, wo der größte Nachholbedarf steht, wird quasi zuerst der Geldhahn zugedreht. Das ist so wie bei einem Krankenhaus, wo die leichten Fälle wunderbar mit Medikamenten versorgt werden und die schweren Fälle werden vor die Tür gesetzt, meine Damen und Herren. Das kann keine sinnvolle Verstärkungsstrategie sein. Ich will ausdrücklich sagen, Sie müssen das ja nicht alles, Sie können das ja alles für falsch halten, was ich hier sage. Ich will mal sagen, was der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Herr Haseloff, dazu gesagt hat, der gehört ja nun nicht zu den Sozialdemokraten, sondern der gehört zu Ihrer Parteikouleur. Er hat gesagt, ich darf das mal zitieren, was jetzt zur Voraussetzung für Zahlungen des Bundes genannt werde, entspricht nicht den Geschäftsgrundlagen. Frau Schröder sollte nachdenklich machen, dass dies von allen Bundesländern übereinstimmend so gesehen wird. Meine Hoffnung auf die Nachdenklichkeit der Ministerin ist allerdings begrenzt. Herzlichen Dank.